Wir haben eine rationale Sprache, es ist eine unendliche Sprache, das heißt, es gibt unendlich viele Worte in dieser Sprache. Dann existiert eine natürliche Zahl n, sodass das Folgende gilt. Für alle Wörter, die länger sind als die natürliche Zahl n, gibt es eine Zerlegung dieses Wortes in drei Teile, nämlich UVW. Ja, das ist sozusagen der erste Teil hier. Die zweite Aussage ist, das Anfangsstück dieser Zerlegung, UV, das ist innerhalb der ersten n-Zeichen oder ist kleiner als n, die Länge dieses Anfangsstückes. Das Mittelstück V ist nicht das leere Wort und dann hat diese Sprache halt die Eigenschaft, dass dann dieses Wort hier, U, V hoch M, W, für jedes M in der Sprache drin liegt. Ist also Element aus L für alle M aus N0. Hier unten sozusagen nochmal in Umgangssprache formuliert. In einer unendlichen regulären Sprache L haben alle Wörter ab einer bestimmten Länge einen Mittelteil V, der nicht weit weg vom Wort Anfang entfernt liegt, den man beliebig oft wiederholen oder auch löschen kann und das jeweils resultierende Wort in der Sprache liegt. Die Begründung ist die folgende. Wenn ich mir ein Wort anschaue, was in einer rationalen Sprache liegt, weiß ich, es gibt einen Automaten dazu. Den Automaten kann ich als Graph darstellen und für ein akzeptierendes Wort gibt es dann immer einen Weg von dem Anfangszustand zu einem finalen oder akzeptierenden Zustand. Das heißt, das lässt sich dann grafisch wie folgt darstellen. Ja, das ist irgendwie Q0, das ist irgendwie mein Startzustand. Dann gibt es einen Zustand, den nenne ich mal QI. Dann gibt es einen Zustand, den nennen wir mal QF. Das ist ein finaler Zustand. Und die Überlegung war, naja, zu einer unendlichen Sprache gibt es eine natürliche Zahl N. N ist immer die Anzahl der Zustände des akzeptierenden Automaten. Ja, und wenn ich jetzt ein Wort habe, was mehr Zeichen besetzt, als der Automat Zustände hat, ja, dann weiß ich, dass wenn ich auf einem akzeptierenden Weg bin, dann gibt es wenigstens einen Zustand, der mehrfach besucht wird. Und das ist genau dieses QI. Ja, das heißt, diese Zerlegung stellt sich wie folgt dar. Wir haben hier den ersten Teil, das ist das U. Ja, hier liegen jetzt noch ganz viele Zustände dazwischen. Wir haben einen abschließenden Teil, das ist der Wortteil W. Und wir haben einen Mittelteil V. Und bei diesem V ist es so, wir starten in einem Zustand innerhalb des Automaten, QI hier, und kommen dann auch wieder zu diesem QI zurück. Wenn dann UV W in L liegt, dann muss auch UV hoch M W in L sein für alle M aus N0. Denn wenn ich jetzt mal nicht im Sinne von Worten denke, sondern im Sinne von Wegen durch den Automaten, dann kann ich mir einen Weg konstruieren, der startet in Q0, der läuft nach QI und jetzt nehme ich mal das Wort, wo ich einmal hier rumlaufe und gehe dann weiter. Dann habe ich genau mein ursprüngliches Wort, X hatte ich es hier genannt. Wenn ich aber sage, naja, jetzt gucke ich mal, welche akzeptierenden Wege gibt es denn noch? Ich kann ja auch von U nach QI gehen, dann laufe ich einmal hier rum, ich laufe nochmal hier rum und gehe dann weiter. Dann hätte ich genau V hoch 2. Und das kann ich halt jetzt in jeder beliebigen Konstellation machen. Das ist eigentlich die Idee von dem Pumping-Lemma. Und wichtig ist, es ist eine Eigenschaft, die jede rationale Sprache besitzt.